Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir den dreifachen Angriff aus dem Reich des Vergessens getrotzt und uns wirklich bewiesen im Kampf. Also das waren schon drei Gegner, wo ich sagen muss, ja, war jetzt nicht die ultra-mega-Bau-Herausforderung, aber hat gefordert. Also man musste Buffs und so einsetzen. Das war mehr als bis jetzt eigentlich von uns gefordert wurde. Also ich bin ja gehypt. So, Varnus Galerion. Zeit für ein kleines Torkrundchen. Dankeschön. Ich dachte, wir wären hier sicher, verborgen vor dem Feind. Der Gott der Intrigen wird Tag für Tag mächtiger. Ja, hat ja gut geklappt, da hast du recht. Dann müssen wir schleunigst handeln. Abgemacht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Kampf zu ihm tragen. Da sprichst du gute Worte, mein guter Freund. Könntet ihr ein Portal nach Kalthafen öffnen? Ja, am Aileidenbrunnen in der Mitte der Insel. Vielleicht wird dieser Angriff die Anführer vom Nutzen einer Zusammenarbeit überzeugen. Nach dieser schrecklichen Machtdemonstration glaube ich nicht, dass sie eine andere Wahl haben. Das könnte sein, ja. Verehrte Anführer, ihr habt das Antlitz unseres Feindes gesehen. Molag Bal bedroht sämtliches Leben in Tamriel. Die Magiergilde und die Kriegergilde haben eingewilligt, einen gemeinsamen Angriff auf Kalthafen zu unternehmen. Vertraut auf uns. Bewilligt unser Vorhaben. Gewährt uns euren Segen. Wir werden euch nicht enttäuschen. Varnus hat recht. Die Gilden sind unsere beste und einzige Wahl. Schickt sie nach Kalthafen. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich bin Emmerichs Meinung. Mir geht es ebenso. Es scheint, als ob ein Großteil des Misstrauens zwischen unseren Allianzen vom Gott der Intrigen gesät wurde. Molag Bal labt sich an Täuschungen und Chaos. Aber mit Verlaub, dieser Allianzenkrieg ist euer eigenes Werk. Gräfin Hakruba, versammelt die Überlebenden beider Gilden im Innenbereich von Stirk. Der Champion und ich begeben uns nun dorthin, um das Portal zu öffnen. Wir folgen euch auf dem Fuße, Varnus. Die Zeit ist gekommen, Champion. Wir sind der Champion? Geil. Auf geht's! Jetzt geht's also zum Zentrum der Insel, wo der liebe Varnus Galerion jetzt wirklich ein Portal in das Reich des Vergessens nach Kalthafen öffnet. Ich bin mega gespannt und mega gehypt. Zentrum von Stirk. Wir öffnen dieses Tor und treten über uns alle wachen. Schön. Es klingt ein bisschen wie eine Tropfsteinhöhle, was ich gerade so im Hintergrund höre. Hier soll also das Portal geöffnet werden. Hier im Zentrum. Der Aliedenring. Ja, Varnus? Wir sind so bereit, wie wir es nur sein können. Sind das alle? Leider ja. Es ist nicht die gewaltige Armee, auf die wir gehofft hatten. Aber da Molag Bal nun weiß, dass wir kommen, könnte eine kleinere Gruppe unsere einzige Hoffnung sein, unbemerkt in Kalthafen einzudringen. Ich mach den One-on-One-Weg, easy. Lass uns losgehen, komm, ich bin motiviert. Es ist schwierig vorherzusagen, wo ihr ankommen werdet, wenn ihr Kalthafen erreicht. Seid auf der Hut, meine Freundin. No risk, no fun. Man lebt nur einmal. Und da ist es. Das Portal nach Kalthafen. Und das sind unsere Männer, unsere Frauen, unsere Krieger, unsere Streitmacht, die größer sein könnte, gebe ich zu. Aber es ist auf jeden Fall was. Der hier sieht ein bisschen so aus wie der Herr Eichenschild. Wer ihn kennt, ab in die Kommentare, ihr kennt ihn alle. So, aber was mir hier fehlt, die ich hier nicht sehe... Wo sind die fünf Gefährten? Oder besser gesagt, die vier anderen? Wir sind ja der fünfte. Oder die fünfte. Wie siehst du denn aus? Ist das Harley Quinn? Wo sind die fünf Gefährten? Wo ist unsere Truppe? Helfen die uns nicht oder sind die schon da? Das kann natürlich auch sein. Aber ich vermisse die gerade wirklich. Die müssten uns doch eigentlich helfen, oder? Oder sind wir in Kalthafen mit uns alleine gestellt? Portal nach Kalthafen. Ich bin mega gespannt. Ich bin mega gespannt, was uns erwarten wird. Die entsetzliche Ebene Kalthafen ist Teil des Reichs des Vergessens und ein Ort des Todes, der Verzweiflung und endloser Gewalttaten. Hier herrscht Molag Bal, der Herrscher Gewalt und Unterwerfung. Finde ich auch nett vom Spiel, dass sie mich fertig lesen lässt. Das finde ich sehr freundlich von dir. So, Kalthafen. Wir haben es doch hinbekommen. Ah, das ist jetzt wirklich... Das ist ja... Catwell! Hi! Hallo, Freund! Ihr habt also überlebt, nicht wahr? Sehr gut, sehr gut. Wo sind denn alle? Catwell, hilf mir! Was für ein übles Pech. Sie sind in Kalthafen angekommen, aber an ganz unterschiedlichen Orten. Verdammt unberechenbar, solche Portale ins Reich des Vergessens. Von Molag Bals Verteidigung ganz abgesehen. Fiese Viecher treiben sich hier herum.
Zieht los über die Brücke und weiter ins Inland. So ist recht. Okay, mein lieber Kid, ich vertraue dir einfach mal. Willkommen zurück in Kalthafen, alte Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Ach, du kennst uns doch, Cadwell. Was liegt jenseits der Brücke? Welche Brücke? Gibt es da eine Brücke? Brücken sind knifflige Dinge. Unter ihnen leben gerne allerlei grässliche Kreaturen. Bei dieser da ist das anders. Sie führt in die leere Stadt. Die leere Stadt? Was meinst du damit? Ein schrecklich öder Ort. Und ein wirklich hässlicher Anblick, wenn ihr mich fragt. Aber ich schätze, dass ihr dort wohl anfangen wollt, eurer Obliegenheit nachzugehen. Obliegenheit? Was für ein wahrhaft famoses Wort. Obliegenheit. 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 Ich liebe es einfach, wie leicht es einem von der Zunge geht. Genau. Ja. Genau, ich werde mich zu dieser leeren Stadt aufmachen. Mal gucken, ob die wirklich so leer ist, wie du das Willkommen sagst. Willkommen zurück in Kalthafen, alte Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Ich hatte schon Angst, ihr hättet es nicht geschafft. Ja, wo bin ich hier genau? Willkommen in den wunderschönen Gärten von Kalthafen. Schaut euch ruhig um. Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Saugt das Ambiente in euch auf, den Prunk und all die Wunder. Ja, natürlich. Erzähl mir von euch, Catwell. Ich habe irgendwie das absonderlichste Gefühl, dass wir dieses Gespräch schon einmal geführt haben. Oder hatte ich das schon erwähnt? Wie dem auch sei. Ich bin Sir Catwell, der unerschrockene Ritter vom Hofe Kalthafens. Champion der Ritterlichkeit, Beschützer der Schutzlosen, Hirte der Seelenberaubten. Wovon sprecht ihr? Spreche ich denn nicht die Gemeinsprache von Nirn? Einsprachig ist sie fließend, aber die Zeit läuft immer weiter, nicht wahr? Tut mir leid, ich habe die Frage vergessen, auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sie schon beantwortet habe. Ihr solltet wirklich besser aufpassen. Seid ihr des Wahnsinns? Wahnsinn? Der kommt aus dem Norden, oder? Ich glaube nicht, dass ich schon das Vergnügen hatte. Ja... Ihr habt eine Brücke erwähnt. Habe ich? Daran erinnere ich mich gar nicht. Gleich vor uns liegt eine Brücke. Sie führt zur Stadt. Derzeit ein eher trostloser und leerer Ort, aber mit ein bisschen Farbe und der einen oder anderen Topfpflanze. Und ehrlich gesagt habt ihr im Moment keine große Wahl. Jetzt aber los mit euch. Ja, natürlich. Los geht's in die leere Stadt. Wo ist die Brücke? Ist das die Brücke? Das ist keine Brücke. So, wir können auch mal kurz auf die Karte gucken. Das ist Kalthafen. Das ist das Reich des Vergessenen. Das ist die epische Ebene, die Molag Bal sein eigen nennt. Hier ist Molag Bal Gott. Und wir sind eine kleine Ameise, die gerade in seinen Bau eindringt. Eindringt. Das ist eine wunderbare Wortwahl. Ich liebe sie. Ja. Ich bin echt gespannt, was wir hier dann zu tun haben. Das ist wirklich jetzt eine offene Ebene. Also hier können auch andere Spieler rumlaufen. Das ist kein Solo-Dungeon oder so. Das ist wirklich eine offene Ebene. Man kann das hier auch mal gucken. Hier ist Tamriel, hier ist unsere ganze Insel, beispielsweise. Hier können wir reinzoomen und hier haben wir das ganze andere Zeugs, ne, wo wir überall schon waren, Pipapo und so weiter. Und hier draußen, in eine andere Dimension, in einer anderen Ebene, in einer anderen Ebene von Verschmelzung liegt Kalthafen. Ja, auf einer anderen Scheibe der Konvergenz, wie sie man nennt. So, aber Leute, ich würde sagen, wir mischen hier nach unten. Und zwar in die leere Stadt, die... Das ist schön. Das ist wunderbarlich. Ja, natürlich, ein Klanbahn. Hi, mein lieber Freund. Kann ich mal versuchen, ja. Ich komme mit dem Bogen ganz gut klar. Ich werde mit dem Bogen ein bisschen leveln. Der Bogen ist mir gerade sehr sympathisch. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Schache und wir sind voll. Nein. Wir kommen später wieder. Wenn da was Episches drin ist, schmeißen wir natürlich was weg. Aber wir müssen mal unser Inventar leeren. Das machen wir wahrscheinlich mal zwischen den Aufnahmen. Ihr seht mich, ne? Die sehen mich natürlich. Nein, sehen mich nicht. Geil. So, wo müssen wir denn genau hin? In die leere Stadt. Da oben ist also die leere Stadt. Ob die wirklich so leer ist, ob die voll mit D3 ist, das werden wir natürlich gleich erfahren. Ich bin wirklich gespannt. Gespannt. Also das ist ein anderer Spieler. Siehst du mal, gibt es die wirklich hier? 21. Ist Level 21? Was bin ich eigentlich? Das würde mich interessieren. 17. Bald 18. Jeden Augenblick. Ein Klammbahn noch und dann sind wir Level 18. Wir gingen gerade, glaube ich, in ein friedliches Gebiet. Oder besser gesagt, wir sind hier in Kalthafen. Hier gibt es kein friedliches Gebiet. Das ist alles der reinste Tod hier. Also jedenfalls sieht das auch mal so aus. Guck mal, seht ihr hier irgendwo Leben? Die leere Stadt entdeckt. Was war das hier gerade für ein Effekt, den ich gerade hatte? Stufaufstieg, geil! Was war das gerade für ein Geist da vorne? Holen wir ihn ein, schnell. Stadt
Wehrerin. Die Stadtwehrerin. Nur wenige wagen es, das Reich des Todesfürsten zu betreten. Eure Tat besteht zu gleichen Teilen aus Tapferkeit und Dummheit. Aber ich denke, in diesem Fall brauchen wir genau das. Natürlich. Ich habe auf euch gewartet, Ebenenläuferin. Ebenenläuferin? Ach, wie viele Beinamen wir am Ende des Spiels haben, ne? Wir könnten das eigentlich mal alles taggen. Das wäre lustig. So, wer seid ihr, meine liebe Stadtwahrerin? Ihr könnt mich die Stadtwahrerin nennen. Das weiß ich schon. Ich bin eine der wenigen Überlebenden, die noch verblieben sind. Mhm. Ich kümmere mich um diese Stadt. Die Magie, die diese Mauern schützt und für unsere Sicherheit sorgt, braucht beständige Hege und Pflege. Wo sind wir genau? Der ursprüngliche Name der Stadt ist nicht mehr von Belang. Jetzt ist sie die leere Stadt, die darauf wartet, gefüllt zu werden. Ein perfekter Ort, um einen Angriff auf Mulag Baal zu beginnen. Die Stadt kann euer Schild gegen die Gefahren von Kalthafen sein. Es braucht nur Leben, um sie zu alter Größe zurückzuführen. Und hier soll ich meine Armee sammeln? Möglicherweise. Es gibt keinen sichereren Ort in Kalthafen. Denn Mulag Baals Arm reicht nicht bis in die leere Stadt. So war es beabsichtigt und so ist es auch. Bitte begleitet mich ein Stück. Lasst mich euch zeigen, warum diese Stadt euren Zwecken dienlich sein wird. Wieso sollten wir das ablehnen? Nee, ich bin bereit, geht voran. Schaut hin und hört zu. Auch wenn ich es euch erklären könnte, ist es besser, wenn ich es euch einfach zeige. Diese Straßen sind von der Geschichte der Stadt durchdrungen. Und mit etwas Magie kann ich sie euch enthüllen. Nun kommt, lasst uns ein paar Schritte gehen. Gerne, sehr, sehr gerne sogar. Wir folgen einfach mal unaufmerksam. Unaufmerksam, was rede ich denn schon? Unauffällig, so. Vor langer Zeit befand sich diese Stadt in Nirn. Sie war lebendig und pulsierend und trug einen anderen Namen. Redest du auch noch weiter oder darf ich es labern? Ich bin gerade unsicher. Ich dachte schon, was läuft denn da daher? Das Volk verehrte Fürstin Meridia, die Strahlende. Es lebte in Frieden und fühlte sich vor allen Gefahren sicher. Hübsch. Ja, auch schön, dass hier in Kalthafen einfach mal Kirschblütenbäume wachsen. Das finde ich schon ganz geil. Also, das hat nicht wirklich was mit Kalthafen zu tun. Das ist auch, glaube ich, nur eine Stadt, die wirklich in dieses Reich des Vergessens reingesungen wurde. Aber Meridia hat Feinde, wie den widerlichen Mulag Baal. Der Todesfürst hat Untergebene aus Kalthafen gesandt, um ihre geliebte Stadt zu zerstören. Meridia, die kennen wir schon. Mit der sind wir dicke. Der lieben dehydrischen Fürstin Meridia. Ich bin wirklich gerade komplett verstanden. Diese komplette Stadt gehört hier nicht her. Es ist ein Teil von Nirn. Die Verteidiger der Stadt gaben alles. Aber sie hatten keine Chance gegen Mulag Baals Streitkräfte. Alle außerhalb der Mauern wurden niedergemetzelt. Aber die Krieger und Magier schafften es, die Tore zu versiegeln, um diejenigen, die sich innen zusammenscharten, zu beschützen. Diese Stadt ist also wirklich komplett aus der Ebene Nirn gerissen worden. Komplett einfach rausgeschnitten. Glücklicherweise war gerade der Aeliden-König Laloriaran Dunar zu Besuch in der Stadt. Der geschickte Krieger und Taktiker führte schnell die Verteidigung der Stadt an. Diese komplette Stadt hier wurde herausgeschnitten aus der materiellen Welt und die einfach ins Reich des Vergessens gezogen. Ist eigentlich schon fast traurig, aber eigentlich schon auch wie so eine kleine Oase mitten in der Todesbrühe. Der Aeliden-König verteidigte ganz allein eines der Tore. Während er kämpfte, betete er um Beistand. Und seine Gebete wurden erhört. Meridia empfand Mitleid für ihre Jünger, aber sie sah auch eine Chance. Mulag Baals Portal funktionierte in beide Richtungen. Es war an der Zeit, die Schlacht nach Kalthafen zu verlagern. Diese ganzen Spiele machen im Moment irgendwie gerade kaputt, ich weiß auch nicht. Die passen hier irgendwie nicht rein gerade in diese Szene. Könnt ihr mal bitte weggehen? Meridia umhüllte die Stadt mit einem Zauber und beförderte sie nach Kalthafen. Die Stadt kam unbeschädigt an, aber viele der Einwohner wurden durch die Schutzzauber dieses Reichs getötet oder auseinandergetrieben. Sogar der Aeliden-König wurde gefangen.
Thumbnail habe ich. Dennoch hatte Meridia das Unmögliche erreicht. Sie stieß Molag Bal einen Dolch in die Seite. Ein Teil ihres Reiches befand sich in seiner Domäne und er konnte nichts dagegen tun. Die Überlebenden jedoch verloren den Glauben. Einer nach dem anderen verließ die sicheren Gefilde der Stadt, um nach Nirn zurückzukehren. Sie waren dumm und sie zahlten den Preis dafür, Meridias Befehle zu missachten. Meridia. Ich finde, das ist wirklich Meridia so wusste, dass der Tag kommen würde, an dem sich eine Gelegenheit ergeben würde. Ein Molag Bal, der sich seiner Sache zu sicher ist. Champions aus einer anderen Ebene. An diesem Tag würde die Stadt zum Brennpunkt im Schlag gegen den Herrn der Intrigen werden. Alles klar. Darf ich jetzt wieder reden, oder? Fährst du gleich fort? Ich sag einfach mal nix und lass dich reden. Ich sage, der Tag ist endlich gekommen. Der große Magier Vanus Galerion, der Aeliidenkönig und ihr, unsere letzte und einzige Hoffnung. Ihr müsst eure Verbündeten zusammenrufen und sie hierher bringen. Das habe ich vor. Kannst du mir dabei auch helfen und sagen, wie? Diese Stadt soll euch gegen Molag Bal dienen. Wisst, dass jede Entscheidung, die ihr in Kalthafen trefft, eine Auswirkung auf die leere Stadt hat. Sie wird mit jeder Person, die ihr rettet, wiedergeboren. Sie wird durch eure Hände zu einer Waffe geschmiedet. Das klingt sehr, sehr geil. Und was ist eure Rolle in all dem? Ich bin eure Beraterin. Wir wollen beide Molag Bals Machenschaften Einhalt gebieten. Ich biete euch jede Hilfe an, die ich euch zu leisten vermag. Die leere Stadt wartet auf euch und eure Verbündeten. Setzt sie weise ein und sie wird euch nicht enttäuschen. Was ist der nächste Schritt? Ihr müsst jene um euch sammeln, die verloren gegangen sind. König Dünar und Vanus Galerion haben entscheidende Rollen zu übernehmen und sie müssen an eurer Seite sein. Rettet eure vermissten Gefährten. Bringt der leeren Stadt ihren alten Glanz zurück und wir können unseren Angriff auf Molag Bal beginnen. Das klingt sehr einfach in deinem Munde und ist wahrscheinlich bockschwer. Ja. Ihr werdet natürlich mehr als nur König und Magier benötigen. Aber sie sind ein genauso guter Anfang wie jeder andere. Andere in diesem Reich, jetzige und künftige Verbündete, haben bei diesem Unterfangen alle eine wichtige Rolle zu spielen. Andere? Was meint ihr damit? Auf eurer Suche nach dem Magier und dem König werdet ihr gewiss noch andere treffen, die eure Hilfe brauchen. Sucht nach jenen, denen ihr vertraut und die gewillt sind, uns hier beizustehen. Und der Magier und der König? Wie kann ich sie finden? Geht nach Westen, jenseits des mondlosen Gangs. Dort findet ihr den Aeliidenkönig, der in einem Turm der Finsternis gefangen gehalten wird. Vanus, der Magier, ist irgendwo auf der östlichen Ebene. Sein genauer Aufenthaltsort ist vor mir verborgen. Okay, ich werde den Aeliidenkönig und Vanus, den Magier, finden. Ich empfehle euch, erst nach Westen zu gehen, um den Aeliidenkönig zu finden. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr König Dünar befreien wollt, müsst ihr die Lichter Meridias bergen. Die Lichter haben die Kraft, sein dunkles Gefängnis zu öffnen. Was sind die Lichter von Meridia? Ursprünglich waren die Lichter ein Geschenk von Meridia. Eine Macht, um die Stadt zu schützen und das Leben ihrer Bewohner etwas leichter zu machen. Als sie die Stadt nach Kalthafen versetzte, erfüllte sie die Lichter mit einem noch größeren Teil ihrer göttlichen Macht. Und wie setze ich sie ein, um den König zu befreien? König Dünar ist in einem Turm der Finsternis gefangen, wo er durch Schatten und finstere Magie gebunden ist. Meridias Lichter können diese Bande entwirren. Ohne sie werdet ihr den Aeliidenkönig nicht befreien können. Ja, schön, schön. Und wo kann ich diese Lichter finden? Wie euch sicherlich aufgefallen ist, hat Molag Bals Reich seine eigenen Verteidigungsmechanismen. Dinge, die auf diese Ebene teleportiert werden, werden oft weit über sie verstreut. So wie eure Verbündeten. So wie die Lichter. Sie könnten überall sein, doch wahrscheinlich werden sie von Molag Bals Streitkräften bewacht.
Das wäre jedenfalls ein sehr schlauer Schachzug von ihm, wenn er nicht komplett uns eine Waffe in die Hand drücken will. So habt ihr keinen besseren Ausgangspunkt für meine Suche. Ich meine, ihr seid doch schon so lange hier, ist euch nichts aufgefallen oder so? Es gibt nur Gerüchte, fürchte ich. Ja, bitte. Ich habe Geschichten über einen sonderbaren Kerker im Nordwesten gehört. Über einen Turm, der kein Turm ist. Er soll eines der Lichter bergen. Und andere munkeln von einem abscheulichen Laboratorium im Südosten, das die Reinheit von Meridias Licht verzerrt. Okay, was sind die Lichter von Meridia? Das haben wir schon geredet und ja, wir können wohl sagen, wir werden uns jetzt auf die große Suche begeben. Meine liebe Stadtwahrerin. Du hast ein hübsches Gesicht, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich finde das eigentlich so krass. Das ist wirklich eine Stadt, die wirklich aus der materiellen Welt, aus Tamriel, einfach rausgerissen wurde. Rausgeschnippelt aus der Landschaft und die einfach ins Reich des Vergessens gezogen wurde als Tribut. Das ist eigentlich schon fast krass. Aber Leute, das soll es auf jeden Fall mal gewesen sein. Dort ist eine Schmiede. Wie ich einfach hier abrolle und gucke, gut, wie kein Leben verliere, krass. Aber Schmiede sind natürlich keiner hier, ne? Nein, natürlich nicht. Oder? Wahrscheinlich nicht. Ne, ich glaube, Schmiede und so weiter müssen wir hier erst finden. Wir könnten zwar die Schmiede benutzen, rein theoretisch. Aber Schmiede und so weiter, die müssen wir wirklich in diesem Lande finden und befreien. Aber hier in dieser Stadt lebt niemand, kein Händler, nichts. Deswegen müssen wir hier für Ordnung sorgen und diese Stadt neu bevölkern und quasi unser Imperium gegen Molag Baal aufbauen. Aber Leute, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge beginnen. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zugucken und lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch ein nettes Kommentar. Und wenn ihr neu seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, damit ihr auch nichts verpasst. Denn es kommen täglich mehrere Videos und da kann man gerne mal den Überblick verlieren. Und deswegen kurz ein Abo da lassen, da könnt ihr nicht verpassen. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!